Ja. Ja. Herr Krause, nehmen Sie mal bitte Ihr Platz, ja. Ja, vielen Dank. Prima. Vielen Dank. Okay. Ja, ich kann den Zeugen schon mal nebenbei belehren. Ja. Entschuldigung. Ich mach's jetzt auch. Also, als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja, das weiß ich. Zu Ihrem Personal. Sie heißen Johannes Krause, 30 Jahre alt, wohnen in Köln. Sie sind ledig, Sie sind Sportstudent und nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Nein, bin ich nicht. Aber Sie sind der Freund des Opfers, also der Frau Dietrich. Dann wissen Sie sicherlich auch, dass es heute darum geht. Der Angeklagten wird vorgeworfen, die Frau Dietrich betäubt zu haben mit einem Schlafmittel und dann in den Biomüllcontainer gesperrt zu haben. Das war die Geburtstagsfeier der Angeklagten, da waren Sie auch in Düsseldorf. Ja, das stimmt. Ich habe die Manuela dorthin begleitet. Wie haben Sie denn überhaupt so die Stimmung auf der Party empfunden? Also ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz nett soweit. Aber ich bin so gegen kurz nach 3:30 etwa, bin ich dann, habe ich die Party verlassen, habe mich verabschiedet, bin dann schlafen gegangen. Also von dem eigentlichen Drama habe ich jetzt so auch nicht wirklich was mitbekommen. Wann haben Sie denn das Geburtstagskind, also die Angeklagte, das letzte Mal gesehen, bevor Sie dann schlafen gegangen sind? Das war kurz bevor ich gegangen bin. Ich war draußen mit Manuela, habe mich mit ihr noch so ein bisschen unterhalten und bin dann allein zurück ins Hotel, weil sie wollte ja noch spazieren gehen. Und als ich dann wieder reingegangen bin, habe ich gesehen, ist sie mir entgegengekommen und nach draußen gelaufen. Wenn Sie mal versuchen, sich genau zu erinnern, können Sie sagen, ob die Angeklagte eine Jacke getragen hat? Ja, sie hatte so eine Regenjacke an, eine schwarze. Eine schwarze, schauen Sie mal. War es ungefähr so eine eventuell? Ganz genau die war das. So eine war das? Ganz genau die, ja. Stimmt überhaupt nicht. Das ist vorne und hinten nicht wahr. Natürlich, nee, ich hab dich doch mit gesehen. Mit Sicherheit nicht. Ich hatte den ganzen Abend keine Regenjacke an. Ich bin doch nicht blind. Und ich bin auch nicht aus dem Hotel gelaufen. Es war doch schon spät. Ich habe bestimmt was Besseres zu tun gehabt. In Ihrem Hotelzimmer hat genau so eine Regenjacke gefehlt, ja, Frau Langer. Das ist der Punkt. In jedem Hotelzimmer, in diesem Hotel, gibt es immer zwei Regenjacken mit dem Hotellogo drauf und zwei Bademäntel. Bei Ihnen gab es weiterhin zwei Bademäntel, eine Regenjacke. Die weitere hat gefehlt. Dann erklären Sie mir das eben mal. Ja, was weiß ich denn, wo die hingekommen ist? Das vielleicht ist eine tolle haben die Erklärung, Gäste ja die vor mir mitgenommen und das ist bisher noch nicht aufgefallen. Habe ich keine Ahnung. Kann ich mir sehr schwer vorstellen. Deswegen heißt es noch lange nicht, dass es nicht wahr sein kann. Nicht? Sagen Sie, Herr Krause, sind Sie eigentlich mit Frau Dietrich noch zusammen? Ja, bin ich. Okay. Und wir haben bei den Personalien gehört, dass Sie Sportstudent sind. Haben Sie noch andere Nebenjobs? Nein, zurzeit nicht. Also ich versuche mich schon voll und ganz auf mein Sportstudium zu konzentrieren. Auf die ganzen Aktivitäten im Sportstudium? Genau, apropos ja. Aktivitäten, haben Sie noch Kontakt zu anderen Frauen? Nein, natürlich nicht. Mhm. Dann läuft Ihr Geschäft aber nicht so gut, ne? Tja, dazu fällt Ihnen wohl jetzt nichts ein. Herr Vorsitzender, ich habe mit meinem Ermittler eben telefoniert und ich würde Ihnen ganz gerne mal eine Internetseite zeigen, die ein völlig neues Licht auf unseren Zeugen und vor allen Dingen auf die Aktivitäten unseres Zeugen werfen könnte, wenn ich mal Waldes bitten dürfte, ob Sie mal bitte www.date-with-johnny.de eingeben könnten. Ganz interessante Seite von Ihnen, Herr Krause. Aber Waldes, vielleicht Johnny. Das gerne mal zu uns rüber, auch, dass wir es alle sehen können. Johnny ist für alle da. Ja. Ne? Kommen Sie auch gerne nach vorne. Sie sind ja unmittelbar betroffen, wenn Sie es nicht sowieso schon kennen. Herr Lukas, schauen Sie sich das gerne wieder an. Witzig. Nein, kenne ich nicht. Ist es Ihre Homepage? Ja, das ist sie. Das heißt also, Sie haben eine Homepage, auf der Sie Begleitservice für Frauen anbieten. Ja, ist richtig. Das sagt doch einiges darüber aus, was Sie vielleicht auf der Veranstaltung gemacht haben, oder? Bei den nächsten Zeugen können wir da gerne auch noch mal drauf zurückkommen. Herr Krause, jetzt muss ich Sie schon fragen, wieso haben Sie es nicht gleich gesagt? Wieso haben Sie jetzt erst mal auf die Frage des Herrn Verteidiger gelogen? Ich will ja, dass Sie die Wahrheit sagen müssen hier, oder? Ja, ich weiß. Es ist so, ich arbeite halt sehr diskret. Und ich wollte Manu halt nicht hinhängen. Also sie hat mich halt gebeten, das Spielchen noch ein bisschen weiter zu spielen. Und ich wollte ihr einfach den Gefallen tun. Du beschaffst dir für Geld jemanden, der mit dir Zeit verbringt. Es ist ja lächerlich, das ist ja erbärmlich, ist das. So tief bist du gesunken. Komm. Lasst mich doch in Frieden. Und außerdem habe ich ihn überhaupt nicht bezahlt, ja? Ja, das stimmt allerdings. Ach ja. Was soll denn das? Moment, warum hast du ihn nicht bezahlt? Also, ich muss ehrlich sagen, ich hatte den ganzen Abend und die Party eigentlich gar nicht so als Arbeit angesehen. Eigentlich mehr so als Vergnügen. Und ehrlich gesagt, fand ich die Manuela an dem Abend auch
so toll, dass ich habe sie sogar gefragt, ob sie sich am nächsten Tag noch mal mit mir treffen will und mit mir essen gehen möchte. Und so. Aber jetzt nur, dass ich Sie richtig verstanden habe. Aber Sie wurden für diesen Abend, für den 22. Februar, von der Frau Dietrich gebucht. Ja, das ist richtig. Hat sie Ihnen eigentlich gesagt, warum? Ja, sie hat mir erzählt, sie wollte ihren Ex-Freund eifersüchtig machen. Die zwei, die waren wohl, wie ich gehört habe, 8 Jahre zusammen. Und schon ein halbes Jahr nach der Trennung hatte er eine neue. Und ich kann mir vorstellen, dass Manuela sich einfach nicht so die Blöße geben wollte, auf der Party alleine aufzutauchen. Super. Ihr habt doch wirklich alle einen Knall. Ihr seid doch wirklich alle bescheuert. Wenn das nicht so unglaublich erbärmlich wäre, würde ich mich totlachen. Hat denn noch jemand Fragen an Herrn Krause? Keine. Herr Krause, dann nehmen Sie bitte hin Platz, Sie bleiben unvereidigt. Sabine Heilmann, bitte schön. Frau Heilmann, guten Tag, nehmen Sie mal Platz. Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Frau Heilmann? Ja, hat nichts mit der Hauptverhandlung zu tun. Gut, dann belehre ich Sie zunächst mal. Sie müssen ja als Zeugin die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Sabine Heilmann, 27 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, sind ledig Sachbearbeiter bei einer Versicherung, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Richtig. Sie wissen, was der Angeklagten vorgeworfen wird. Sie soll auf ihrem eigenen Geburtstag die Ex-Freundin ihres Freundes mit diesem Schlafmittel betäubt haben. Und dann soll sie diese Ex-Freundin in den Biomüllcontainer gesperrt haben. Und das war der 30. Geburtstag der Angeklagten. Und da wollen Sie ja eine wichtige Beobachtung gemacht haben. Dann erzählen Sie mal. Richtig. Ich wusste natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, was da überhaupt los war. Aber ich habe jedenfalls so gegen 20 nach 3 gesehen, wie sie etwas in ein Sektglas geträufelt hat. Ich habe überhaupt nichts in ein Sektglas geträufelt. Kam Ihnen das eigentlich nicht seltsam vor? Sie wussten ja bestimmt, dass die beiden Frauen sich eigentlich nicht grün sind, oder? Nee, eben nicht. Ich habe eben gedacht, sie nimmt irgendwas gegen Kopfschmerzen oder so. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass sie da irgendwas in ein fremdes Glas schüttet. Schauen Sie mal, das ist das Sektglas, aus dem die Frau Dietrich ganz offensichtlich getrunken hat. Dieses Sektglas, das ist draußen vor dem Hotel unter dieser Parkbank gefunden worden, auf der sie sich dann hingelegt hat. Und ich habe hier ein chemisch-toxikologisches Gutachten und da steht, dass an dem Sektglas Spuren des Wirkstoffes Diazepam gefunden wurden. Und das ist der Wirkstoff des Schlafmittels Calmadormol, das Schlafmittel, das Sie, Frau Langer, nun mal benutzt haben, regelmäßig. Ja, aber ich bin noch nicht die Einzige. Wer weiß, wie viele tausend Frauen das noch benutzen. Ja, aber von denen hasst mich keine so wie du, ja? Ach ja, das glaubst aber auch nur du. Und von denen war auch keiner auf der Party sonst, oder? Ja. Vor allem, wie haben Sie denn so auf dieser Party allgemein die Stimmung empfunden? Die war recht angespannt. Ja, Nicole war ja auch sauer, weil Benjamin sich die ganze Zeit mit Manuela unterhalten hat. Und dann irgendwann ist die Stimmung aber besser geworden, weil sie dann eben scheinbar herausgefunden hat, dass dieser Heiratsantrag ansteht. Woher wissen Sie denn, dass die Angeklagte das herausgefunden hat? Wissen tue ich es nicht, aber ich habe ja mittlerweile schon einiges gehört und da muss es einfach so gewesen sein. Ja, jedenfalls dieser Antrag, der kam ja dann nicht und dann war sie total enttäuscht und ist irgendwann rausgegangen und vermutlich um zu heulen. Können Sie sagen, wann die Angeklagte nach draußen ist? Ja, gegen 12:30, nachdem alle gratuliert hatten. Das klingt ja nicht gerade, als wäre es die Party des Jahres gewesen, Frau Heilmann. Waren Sie denn eigentlich auch da und haben sich amüsiert? Ja, es geht so. Ja. Waren Sie alleine da oder waren Sie in Begleitung? Ich habe nämlich gehört, dass Sie einen Freund haben seit kurzem. Ich war alleine da. Der hat Sie aber nicht begleitet? Nein. Warum hat er Sie nicht begleitet? Weil er an dem Abend keine Zeit hatte. Ich weiß aber jetzt nicht, was das hier, wieso hier das hier hingehört. Gut, was anderes. Man war mal herauszufinden, ob das hier hingehört. Also ich meine schon, was macht denn dieser Freund so beruflich? Sorry, ich habe jetzt echt keinen Bock, mich mit Ihnen über meinen Freund zu unterhalten. Wenn Sie mir bitte antworten wollen. Das hat überhaupt nichts mit dieser Verhandlung zu tun. Mhm. Sabine, normalerweise erzählst du doch auch immer so stolz von deinem neuen Sportstudent oder was ist er? Du kannst doch einfach mal was davon erzählen. Mhm. Sonst machst du das auch. Du erzählst auch immer voller Stolz von ihm. Mhm. Sportstudent, das ist ja witzig. Der Krause da drüben, ne? Der Freund von Frau Dietrich, der ist auch Sportstudent. Und wissen Sie, was er nämlich auch noch ist? Er ist auch noch Callboy. Den kann man mieten. Zwar nicht nur für die Begleitung, sondern auch noch für das, was danach passiert. Frau Heilmann, kennen Sie den Herrn Krause? Frau Heilmann, meine Mandantin hat mir schon erzählt, dass sie Sie beobachtet hat, wie Sie mit Herrn Krause vorhin vor der Verhandlung in der Tiefgarage gesprochen haben. Also können Sie ruhig zugeben. Ja? Gut, mit den Schultern zucken bringt vielleicht nichts. Ne? Wir wissen auch mittlerweile, dass Sie Herrn Krause dafür bezahlt haben, dass er Sie begleitet. Und wer weiß, was danach noch passiert ist. Frau Heilmann, ich frage Sie jetzt noch einmal. Kennen Sie den Herrn Krause? Ja. Es wird ja immer lustiger hier.
Meine Cousine und meine Ex-Freundin mieten sich einen Callboy. Ich glaub das ja einfach nicht. Frau Heimann, haben Sie sich denn auf dieser Party darüber geärgert, dass der Herr Krause mit einer anderen Frau da aufgetaucht ist? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß ja, was er beruflich macht. Frau Heimann, ich bitte Sie, machen Sie uns doch nichts vor, dass Ihnen das so egal ist. Sie haben eine emotionale Bindung zu Johannes Krause aufgebaut. Nein, habe ich nicht. Warum haben Sie denn geweint? Ich meine, man sieht es Ihnen ja jetzt noch im Gesicht an. Sie haben eine Abfuhr bekommen, oder? In der Tiefgarage. Wenn es Ihnen so egal gewesen wäre, hätten Sie sich doch fürs Bett einfach für das Geld einen neuen mieten können. Aber Sie haben sich verliebt in Johnny Krause. Und deswegen haben Sie geweint. Ja, Herr Verteidiger, ich glaube, da haben Sie völlig recht. Ja? Also, die Frau, die ist irgendwie, also, die ist einfach zu krass. Das ist genau der Grund, warum ich keinen Kontakt mehr mit dir haben will. Also, es wurde mir alles einfach viel zu viel. Das können Sie gar nicht vorstellen. Sie hat mich dafür bezahlt, dass ich abends zu ihr hinkomme und mit ihr gemeinsam Fernsehen gucke. Das ist unglaublich. Und dann diese Eifersucht. Aber du musst einfach verstehen, es gehört zu meinem Job, dass ich mich mit vielen Frauen treffe und viele Frauen glücklich machen muss. Toll, und für die gilt das dann nicht mehr, oder was? Na doch, wieso denn nicht? Ich habe euch doch gehört. Was gehört? Na so, bist du mir etwa nachspioniert auf der Party? Du hast gehört, dass ich Manuela gesagt habe, dass sie für den Abend nicht bezahlen muss, stimmt's? Sehen Sie, Frau Heimann, das haben Sie gehört und genau das ist Ihr Tatmotiv. Sie wollten die Frau aus dem Weg schaffen, die Ihnen Ihren Freund wegnimmt. Ich habe der Tussi nichts getan. Ich war sauer auf Johnny und nicht auf Manuela. Ich war nach der Sache so sauer. Ich bin nach Hause, ich saß die ganze Nacht am PC und habe irgendwelche miesigen Kommentare in sein Gästebuch geschrieben. Ich wollte einfach, dass ihn niemand mehr bucht. Herr Krause, können Sie sich an solche Kommentare auf Ihrer Homepage erinnern? Ja, meine Managerin hat mir das erzählt. Sie hat wohl einige negative Kommentare da auf meiner Homepage gefunden. Und sie hat die natürlich ausgedruckt, aber daraufhin auch gelöscht. Aber dabei hat sie festgestellt, dass alle Kommentare von ein und derselben IP-Adresse gepostet wurden. Und da sind wir natürlich davon ausgegangen, dass sich eine einzige Frau unter 20 verschiedenen Namen da Luft gemacht hat. Das war ich. Wie bitte? Das warst du? Ja. Sag mal, hast du sie nicht alle? Das kann mich meinen Job kosten mit deinem, nur das, wegen deinem pubertären Mist da. Ich war einfach nur stinksauer, nachdem ich dich und die da gehört habe. Das gibt's doch gar nicht. Tja, so wichtig ist ja eigentlich auch nicht, denn das heißt ja nicht automatisch, dass sie für die Tatzeit damit ein Alibi hatten. Nicht? Sie hätten ja genauso die Frau Dietrich erst in den Müllcontainer werfen können und dann danach diese bösen Feindseligkeiten loswerden können. Das habe ich nicht gemacht. Na gut, es wird leichter sein, die Managerin von Herrn Krause anzurufen, mal zu fragen, wann eigentlich in dieser Nacht diese ganzen Beschwerden und bösen Kommentare gepostet wurden. Ich würde zu diesem Zweck eine Unterbrechung beantragen und dann mit Ihnen mal sprechen. Sie werden eine Telefonnummer für mich haben von Ihrer Managerin, nehme ich an. In Ordnung, dann sind Sie aber noch mal nicht entlassen. Ich brauche Sie eventuell nach der Unterbrechung noch. Und es geht der Beschluss, die Hauptverhandlung wird für 5 Minuten unterbrochen. Ja. Die Hauptverhandlung gegen Nicole Langer wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung wird hiermit fortgesetzt. Herr Staatsanwalt, was haben Ihre Nachermittlungen denn ergeben? Ich habe die Managerin erreicht und die hat mir prompt einen Fax geschickt. Das habe ich auch dabei. Ich gebe es Ihnen gleich, Herr Vorsitzender. Vielleicht nur ganz kurz mal auszugsweise. Da gehen also die Beschwerden daraus hervor, die in der Nacht auf den 23.02.08 letztlich auf dieser Homepage eingegangen sind. Da steht Gabriele, 3.28 Uhr, bitte den Typen nicht buchen. Der sieht gar nicht aus wie auf den Fotos. Der ist total hässlich und klein. Finger weg von diesem Johnny. Oder Susanne, 3.30 Uhr. Oh mein Gott, was für ein Reinfall. Der Kerl hat nicht mal einen hochbekommen. Der hat ganz eindeutig seinen Beruf verfehlt. Und Brigitte, 3.36 Uhr. Ich dachte, ich gönne mir mal was. Aber statt den Johnny zu mieten, hätte ich besser ins Kino gehen sollen. Da wäre bestimmt mehr Action gewesen. Frauen, kauft euch lieber Schokolade als den Johnny. Und so weiter und so fort. 20 Einträge sind es insgesamt. Dankeschön. Aha. Also hieraus ist zu sehen, dass da die erste Beschwerde um 3.28 Uhr eingegeben wurde. Also am 23. Februar 2008 um 4.17 Uhr dann die letzte gepostet. Das war genau der Zeitraum, in dem an sich die Frau Dietrich da in den Biomüllcontainer gesperrt worden ist. Und vorhin habe ich mit dem Schlafmittel getrunken. Viel spricht dafür, dass Frau Heimann ein Alibi hat für die Tatzeit. Und viel spricht gegen die Angeklagte. Zum einen, ich sag's nur nochmal, ne, das Schlafmittel, das ja letztlich auch in dem Glas der Geschädigten vorgefunden wurde. Die fehlende Regenjacke, der Zeuge hier, unser Johnny, der hat sie gesehen, wie sie wutentbrannt rausgerannt sind. Und niemand an dem Abend hat einen so guten Grund, der Ex-Freundin was anzutun, wie Sie, Frau Langer. Sag's doch. Ja, das brauchen Sie gar nicht so bockig zu schauen. Sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus, Frau Langer.
So sehe ich das auch, ja. Und ich finde es auch wirklich gut, dass sie für all das, was sie mir angetan hat, bestraft wird. Ja? Du kannst so froh sein, dass du die Irre endlich los bist. Jetzt reiß dich mal zusammen. Aber sag mal, wie sieht's eigentlich bei dir so aus? Wir können doch demnächst mal wieder einen Kaffee trinken gehen, oder? Du bist doch jetzt wieder ein freier Mann. Du hast einen Knall. Was? Was willst du dir eigentlich ein? Wie bitte? Glaubst du nicht, dass ich jetzt was mit dir trinken gehe? Ich liebe Nicole. Ach so. Und ich liebe sie auch weiterhin, egal ob sie jetzt verklagt oder nicht verklagt wird. Oder ob sie jetzt schuldig gesprochen wird oder nicht schuldig gesprochen wird. Ich liebe sie. Ach komm, du. Und ich will sie nach wie vor heiraten. Komm. Du bist lächerlich. Jetzt überlegen Sie mal, Frau Langer. Ihr Freund, das finde ich schon beachtlich, ist auf jeden Fall bereit, zu Ihnen zu stehen. Ich glaube, nur eines war ihm immer wichtig, hm? Dass Sie endlich mal seine Frage beantworten. Seine Frage, ob Sie mit der ganzen Geschichte was zu tun haben oder nicht. Eigentlich will ich dazu nichts mehr sagen, aber ich finde, Benjamin hat die Antwort, vor der ich mich schon so lange drücke, definitiv verdient. Ich will auch nicht mehr, dass es weiterhin zwischen uns steht. Wir wollen ja schließlich heiraten und da ist ja Vertrauen auch ganz wichtig. Und ja, ich hatte was mit der ganzen Geschichte zu tun, aber mehr möchte ich dazu auch nicht mehr sagen. Wusste ich's doch. So klar. Naja, noch Fragen an die Frau Heimann? Keine, nein. Keine weiteren Fragen, dann bleiben Sie unvereidigt. Auch der Herr Krause bleibt unvereidigt. Zudem dürfen Sie sich auch gern nach hinten setzen, wenn Sie wollen. Bundeszentralregisterauszug kommt noch zur Verlesung, ohne Eintragung. Also bisher sind Sie nicht vorbestraft. Noch irgendwelche Anträge oder Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hausgericht, der Verteidiger, drei Frauen, zwei Männer, eine Party, viele mögliche Motive und am Ende ein Geständnis. Jedenfalls sowas ähnliches wie ein Geständnis, etwas, was völlig ausreichend ist, denn es passt ganz wunderbar zu den vielen Indizien und Beweisen, die wir sowieso heute hier in der Hauptverhandlung letztlich zu hören bekommen haben. Ich denke an die fehlende Regenjacke, ich denke an das ganz klare Motiv, ich denke an das Schlafmittel, das wir auch in diesem Sektglas vorgefunden haben und hier von dem Zeugen namens Johnny die Beobachtung, nämlich die wutentbrannt rausrennende Angeklagte. Etwas früher wäre das Geständnis sehr wünschenswert gewesen, hätten wir Zeit gespart. Die versuche ich reinzuholen, indem ich jetzt direkt zu meinem Antrag komme. Aufgrund der nicht gerade unwesentlichen Verletzungen, aufgrund des Plans, vollen Vorgehens, gegen das die Geschädigte zu keinem Zeitpunkt die geringste Chance hatte, irgendwie sich zu wehren, aber auch aufgrund des Geständnisses, aufgrund der fehlenden Vorstrafen, denke ich, dass hier eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten Tat und Schuld angemessen ist, auszusetzen zur Bewährung. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Ja, hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ein leises, spätes, aber doch erfolgtes Geständnis. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir die Strafe hier finden wollen, Tat und Schuld angemessen. Es geht einmal um eine Körperverletzung, die ich finde noch nicht mal sehr gefährlich ist, denn im Endeffekt, sie ist schnell verheilt, es war ein Hautausschlag. Ist es denn als gefährliche Körperverletzung qualifiziert, dann sind wir am untersten, bei der Mindeststrafe bei 6 Monaten. Der Freiheitsentziehung würde ich jetzt auch nicht so viel Gewicht beimessen, denn im Endeffekt haben sie die ganze Zeit geschlafen und das gar nicht mitbekommen. Insofern, es ist eine Strafe von 7 Monaten Tat und Schuld angemessen. Meine Mandantin ist geständig und sie ist vor allem nicht vorbestraft, sodass die Aussetzung zur Bewährung von mir auch beantragt wird. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Frau Langer, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können jetzt selbst noch was dazu sagen. Sie haben das letzte Wort. Das war völliger Mist. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nichts mehr. Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Nicole Langer ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Paragraphen 223, 224 Absatz 1 Nummer 1 und 3, 239 Absatz 1 und 52 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie bitte Platz. Ihr Schlusswort war, das war Mist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sie hätten sehr wohl mehr dazu sagen können. Sogar etwas, was ich sehr vermisst habe, nämlich eine Entschuldigung gegenüber der Frau Dietrich. Aber es tut Ihnen einfach auch nicht leid. Nee. Und Sie haben Ihr Geständnis auch hier nicht abgelegt, weil Sie das besonders bereuen würden, sondern weil die Beantwortung der Frage, ob Sie Täter sind oder nicht, zwischen Ihnen und Ihrem Freund stand oder steht. Und Sie haben deshalb gesagt, er hat's verdient. Wir hätten es auch verdient. Nicht nur Ihr Freund. Und vor allem die Frau Dietrich eben, die hätte eine Entschuldigung verdient gehabt. Und natürlich hat die sich auf eine ziemlich unfeine Art an ihren Freund herangemacht, indem sie auf ihrem Geburtstag da den ganzen Abend mit ihm geflirtet hat und noch dazu mit einem Callboy ihn eifersüchtig machen wollte.
Aber wütend hätten sie doch da eher auf ihren Freund sein müssen, wenn der darauf eingeht und gar nicht auf die Frau Dietrich. Also, ihr Geständnis hat somit wenig Wert, weil es nicht von euch getragen ist, aber auch, weil die Beweislage natürlich sowieso erdrückend war. Sie hatten doch dieses Schlafmittel in ihrer Handtasche. Der Herr Krause, völlig unbeteiligt, der hat gesehen, wie Sie der Frau Dietrich nach draußen nachgelaufen sind. Der hat gesehen, dass Sie diese schwarze Regenjacke anhatten, die genau nur in Ihrem Hotelzimmer gefehlt hat. Und die Frau Dietrich selber hat eben auch gesagt, dass das Sektglas Sie ihr gebracht haben. Und die Frau Hallmann wiederum, die hat gesehen, dass Sie in das Sektglas was hineingeträufelt haben. Die hat auch mitbekommen, dass Sie schwer enttäuscht waren, weil der Heiratsantrag ausgeblieben ist und dass Sie eben davon wussten vor 12, dass dann Heiratsantrag eigentlich anstand. Das Einzige, was Sie hätte retten können, ist, wenn wir auf die Idee gekommen wären, dass die Frau Hallmann vielleicht die Täterin ist. Aber das wissen wir inzwischen, die hat ein Alibi, die saß zu Hause am Computer und hat böse Kommentare aufs Gästebuch des Herrn Krause getippt zu dem Zeitpunkt. Also, wir hätten es Ihnen eh nachweisen können. Unterm Strich hat der Herr Verteidiger nicht ganz unrecht, wenn er sagt, der Freiheitsdrang von jemandem, der schläft, ist natürlich nicht besonders groß, aber es ist natürlich besonders demütigend, auch nach 8 Stunden da aufzuwachen und festzustellen, dass man mitten im Biomüll liegt, zumal wenn man eine Allergie gegen Narzissen hat. Und außerdem ist es natürlich so, dass diese ganze Geschichte doch sehr hinterlistig war. Geschlafen hat sie ja nicht einfach, weil sie müde war, sondern weil sie durch einen hinterlistigen Überfall mit einem Betäubungsmittel, muss man auch sagen, betäubt worden ist. Ein Betäubungsmittelverstoß ist nur deshalb nicht, weil die Konzentration in diesem Schlafmittel zu gering ist. Lange Rede, kurzer Sinn, die Verletzungen waren aber alle nicht langfristig. Und deshalb bin ich der Meinung, dass hier 9 Monate Freiheitsstrafe ausreichen, aber auch notwendig sind. Natürlich können die zur Bewährung ausgesetzt werden. Und es ergeht der Beschluss. Erstens, die Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Zweitens, der Angeklagte wird auferlegt, an die Geschädigte Manuela Dietrich ein Schmerzensgeld von 2.000 Euro zu bezahlen. Damit möchte ich einem Zivilrichter nach Möglichkeit ersparen, dass er sich mit dem Wert von 8 Stunden Biomülltonne und Pusteln im Gesicht überhaupt noch befassen muss und hoffe, dass die Sache damit für Sie dann auch erledigt ist. Gegen Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Ich will mich ja nicht in Ihre ganzen Liebesgeschichten überhaupt hier einmischen, aber ein Freund, der an Ihrem 30. Geburtstag Ihnen einen Heiratsantrag machen will und den dann nicht macht, weil er die Ringe nicht hat, das kann man mit viel Wohlwollen noch als romantisch bezeichnen. Aber einer, der, wie wir es auf dem Video gesehen haben, ihn mal nur ganz kurz um 12 Uhr gratuliert, sich dann wegdreht, mit jemand anderem unterhält, der sich überhaupt den ganzen Abend nur mit der Ex-Freundin unterhält und der sich alkoholisch so wegbeamt, dass er um 1.30 Uhr sich schlafen legen muss. Und eine Ex-Freundin, die einen Callboy braucht, um genau diesen jungen Mann überhaupt für sich zu interessieren und eifersüchtig zu machen. Und ein Sportstudent, der ganz selbstgefällig hier sagt, ich bin dazu geschaffen, viele Frauen glücklich zu machen. Also tut mir leid, Frau Heilmann, da können Sie Ihre Tränen wirklich abwischen und können aufrecht durchs Leben gehen. Sie sind nicht die Einzige, die Beziehungsprobleme hat. Ich habe vielmehr das Gefühl, da gibt es einige, bei denen stinkt es genauso, wie wenn man von dieser Tonne den Deckel anheben würde. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen.